Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Antrag der GRÜNEN, eine Härtefallregelung in das Berliner Enteignungsrecht aufzunehmen, verfolgt ein nachvollziehbares Anliegen. Die Beratung im Ausschuss hat die schwierige Materie nur bedingt erhellen können. Nicht das Berliner Enteignungsgesetz sei einschlägig, sondern das Bundesfernstraßengesetz. Danach bestünde ein Entschädigungsanspruch. Es gäbe aber dort keine Härtefallregelung. Das Berliner Enteignungsgesetz sei zwar alt und erneuerungsbedürftig, die Novelle sei allerdings erst in der nächsten Legislatur geplant, und eine Härtefallregelung gehöre dann selbstverständlich zum Prüfkatalog. So weit, so richtig. Das hat ja Frau Spranger auch zitiert aus dem Ausschuss. Sie würde aber im konkreten Fall nicht greifen. Was also tun? Anlass für den Antrag ist der Bau der A100 in Treptow und der notwendige Abriss von Wohnhäusern in der Beermannstraße, die inzwischen abgerissen sind, was angesichts der wohnungspolitischen Misere in dieser Stadt an sich schon ein Unding ist. Dass sich Mieterinnen und Mieter gerichtlich gewehrt haben gegen den Verlust ihrer preiswerten Wohnungen, ist mehr als verständlich. Dass sie vor Gericht verloren haben, ist bitter. Dass für die wesentlich teureren Ersatzwohnungen keine Härtefallunterstützung gewährt wurde, ist inakzeptabel. Dennoch ist fraglich, ob dieser Antrag tatsächlich denjenigen hilft, die die Sicherheit der Wohnraumversorgung gebraucht hätten. Der Weiterbau der A100, und auch darum geht es ja hier, ist Verkehrs- und Stadtplanung von vorgestern. Das Planen einer menschenfeindlichen Zone und nichts anderes ist eine Autobahn mitten durch die Stadt, noch dazu ohne die davon betroffenen Menschen, ist absurd und konterkariert alle Bemühungen im Kampf gegen eine autogerechte Stadt. Die Linke hat den Weiterbau der A100 immer abgelehnt, und wir bleiben dabei. Aber zurück zum Antrag. Aus unserer Sicht darf eine Autobahn erst gar nicht durch bewohntes Stadtgebiet gebaut werden und zum Abriss von Wohnhäusern führen. Aber muss dann nicht eher das Bundesfernstraßengesetz als das Enteignungsrecht geändert werden? Unklar blieb bis zuletzt, was eine Härtefallregelung im Enteignungsgesetz bringen soll. Es geht ja im Übrigen ja auch um eine ganz andere Frage. Wofür darf enteignet werden und wofür nicht? Ist eine Autobahn mehr wert als die dringend notwendige Versorgung der Menschen mit Wohnraum? Eine Verschlechterung der Wohnungsversorgung durch den Autobahnbau, und dazu gehört auch teurer Ersatzwohnraum, muss rechtlich und faktisch ausgeschlossen werden. Das ist die politische Aufgabe. Der geplante Weiterbau der Autobahn nach Lichtenberg wird im Übrigen noch zu größeren Konflikten mit angrenzender Wohnbebauung führen. Also empfehle ich dringend, davon die Finger zu lassen. Wir sind, wenn schon denn schon, für Enteignungsgerechtigkeit. Wenn nämlich Häuser für den Bau von Straßen enteignet werden können, warum dann nicht auch für sozialpolitische Belange wie die Wohnraumversorgung? Es bleibt festzuhalten, dass das Anliegen des Antrags Anlass zu politischen Reformen auf vielfältigen Ebenen gibt. Und der Fall Beermannstraße steht exemplarisch für eine falsche Politik. Ich darf daran erinnern, dass die monatelang leerstehenden Häuser nicht einmal für eine kurzfristige Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt worden sind, obwohl die Träger seinerzeit versichert haben, bei Bedarf kurzfristig wieder ausziehen zu können. Schnelle Hilfe, unbürokratische Lösungen und soziale Politik sind mit dieser Koalition eben nicht zu machen. Das ist das Problem. Und nicht in erster Linie das Enteignungsrecht. Deshalb haben wir uns im Ausschuss zu dem Antrag enthalten, und wir werden es auch heute tun. Vielen Dank.